Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Menschen mit Behinderung sind auch heute noch deutlich häufiger Opfer von Gewalt in all ihren Formen als Menschen ohne Beeinträchtigung. Insbesondere Frauen mit Behinderungen stellen dabei eine besonders vulnerable Gruppe dar, und das haben die Wortbeiträge meiner beiden Kolleginnen ja auch schon unterstrichen. Die bundesweite Studie, und sie ist auch schon angesprochen worden, Lebenssituation und Belastung von Frauen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen in Deutschland, die durch die Universität Bielefeld durchgeführt wurde und auch dem Emanzipationsausschuss ja bereits im Juni 2013 vorgestellt wurde, kommt zu dem Ergebnis, dass Frauen mit Behinderungen im Lebensverlauf allen Formen von Gewalt deutlich häufiger ausgesetzt sind. Sie werden häufiger Opfer von physischer, psychischer und/oder sexualisierter Gewalt und erleben leider auch Diskriminierung durch Behörden, Justiz und Polizei. Nicht zuletzt sind sie häufiger von Mehrfachdiskriminierung betroffen. Und dabei bleibt festzuhalten, dass auch eine erniedrigende Behandlung eine subtile Form der Gewalt darstellt. Ich will aber auch ansprechen, dass die Tatsache, dass Frauen überdurchschnittlich häufig Opfer von Gewalt werden, nicht den Blick dafür verstellen darf, dass auch Männer mit Behinderungen Opfer von Gewalt werden. Eine Untersuchung zur Lebenssituation von Männern mit Behinderung aus dem Jahr 2013 legt allerdings nahe, dass Männer deutlich häufiger Opfer von körperlicher Gewalt an öffentlichen Orten werden, sich also die Gewalt, denen sich Männer und Frauen ausgesetzt sehen, deutlich unterscheidet. Inwieweit allerdings deshalb sexuelle Übergriffe möglicherweise auch aufgrund von Scham weniger häufig von Betroffenen benannt werden, müsste man an der Stelle noch weiter untersuchen. Das gilt allerdings, so möchte ich hinzufügen, nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern sicherlich gilt das auch für Männer ohne Behinderung. Das ist immer noch ein sehr tabuisiertes Thema. Es ist aber auch festzustellen, dass Grenzverletzungen durch die Betroffenen oftmals zunächst nicht als solche wahrgenommen werden, beziehungsweise die Übergänge in dem Bereich fließend sind. Hier gilt es aus unserer Perspektive, Frauen wie Männer zu stärken beim Festsetzen eigener Grenzen, sie zu unterstützen und sie zu ermutigen, Grenzüberschreitungen dann auch zu artikulieren. Und das heißt für uns, dass nicht allein der Schutzgedanke im Vordergrund steht, vielmehr muss es darum gehen, Frauen und auch Männer mit Behinderungen im Sinne des Empowerment zu unterstützen und zu stärken. Menschen mit Beeinträchtigungen haben genauso ein Recht auf Selbstbestimmung wie Menschen ohne Behinderung. Diese zu stärken, haben sich Selbsthilfevereine, Träger und nicht zuletzt die Landesregierung zur Aufgabe gemacht. Und Frauen mit Behinderung sehen wir dabei auch als Expertinnen in eigener Sache. Und in der Anhörung, die wir ja gemeinsam hatten, haben wir auch eine der Frauenbeauftragten in Einrichtungen kennengelernt, die uns das auch sehr deutlich gemacht hat, dass das auch ihr Selbstverständnis ist. Sie sieht sich als Expertin in eigener Sache und sie sieht sich auch als Vorbild, um Frauen Mut zu machen, wirklich ihre Bedürfnisse zu artikulieren und auch Verletzungen ihrer eigenen Grenzen zu artikulieren. Denn leider erleben wir auch heute noch, dass die klassische Frauenhilfestruktur oftmals für Frauen und Mädchen mit Behinderung schwer zugänglich ist. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Frauen und Mädchen sie oftmals gar nicht kennen. Und hier können diese Frauenbeauftragten in Einrichtungen eine wichtige Schnittstelle bilden, um sie über diese Angebote zu informieren, sie weiterzuverweisen, aber eben auch genau diese Vorbildfunktion einzunehmen und Frauen Mut zu machen, ihre eigenen Grenzen auch deutlich aufzuzeigen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es herrscht hier im Haus und auch in dem federführenden Ausschuss für diesen Antrag große Einigkeit darüber, dass Menschen mit Behinderung nicht nur Schutz brauchen, sondern es im Sinne der Inklusion auch um die Förderung der Selbstschutzkompetenz geht. Trotzdem empfiehlt der federführende Ausschuss die Ablehnung des Antrags. Und ja, das bedarf vermutlich der Erklärung. Das will ich auch gerne versuchen. Die Forderungen des CDU-Antrags sind keinesfalls falsch. Das will ich auch noch mal unterstreichen. Es ist keinesfalls falsch, was Sie an der Stelle sagen. Sie greifen uns aber, und Kollegin Kopp-Herr hat das schon deutlich gemacht, Sie greifen uns einfach ein Stück weit zu kurz. Denn wir haben gehört in der Anhörung jetzt noch mal ganz deutlich gemacht, es muss einmal einen sehr viel ganzheitlicheren Ansatz gehen. Wir müssen die Menschen selbst noch mehr in den Blick nehmen und ihre Kompetenzen und ihre Rechte stärken. Und deshalb haben wir mit den Fraktionen gemeinsam verhandelt. Und ich bin der Meinung, dass das durchaus konstruktive Gespräche gewesen sind. Leider haben sie am Ende, und ich bin sehr dankbar, dass wir alle uns auch darauf sozusagen unabgesprochen verständigt haben, hier keine Schuldzuweisungen zu suchen und das hier vorzunehmen. Es hat am Ende einfach nicht dazu gereicht, dass wir in der gegebenen Zeit auch zu einem gemeinsamen Antrag gekommen sind.
Ich bin aber der Meinung, dass wir an dem Punkt gemeinsam, da schließe ich mich Frau van Dinter an, sicherlich weiter arbeiten können. Denn es geht uns darum, die Rechte dieser Menschen zu stärken. Es geht uns darum, die Selbstschutzkompetenz von Menschen mit Behinderung zu stärken, sowohl der Frauen wie auch der Männer. Es gilt auch darum, die Kinder in den Blick zu nehmen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber es muss eben auch noch um Punkte gehen, wie einer möglichen Überarbeitung des Gewaltschutzgesetzes, auch für Menschen, die in Einrichtungen leben. Es muss auch darum gehen, dass wir einen Rechtsanspruch auf gleichgeschlechtliche Pflege überprüfen und den unter Umständen auch endlich aufnehmen. Eine Forderung, die sehr deutlich gemacht worden ist in der Anhörung. Deshalb sind wir bislang leider nicht zu einer gemeinsamen Initiative gekommen. Ich bin aber trotzdem guten Mutes, dass wir weiterhin konstruktiv an dem Thema zusammenarbeiten werden für mehr Selbstbestimmung und einen besseren Schutz von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen. Vielen Dank.